Hallo, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr ein Channel Design, was dann in etwa so aussehen würde, ganz einfach in GIMP erstellt. Und das Ganze würde dann auf einem Kanal angewendet so aussehen. Und ja, fangen wir gleich an. Also als erstes öffnet ihr natürlich GIMP und geht dann auf Datei und Öffnen. Jetzt öffnet ihr meine Channel-Vorlage und der Download-Link ist in der Beschreibung. Also das erste, was ich mache, ich färbe die Hintergrundebene ein und dafür nehme ich ganz normal das Füllenwerkzeug und nehme den Farbton 414141. Klick dann rein und jetzt füge ich noch ein Muster hinzu. Also mache ich erstmal eine neue Ebene mit diesem Symbol und das Muster, was ich verwende, ist dieses hier. Und um einen Hintergrund mit einem Muster zu färben, statt mit einer Farbe, wählt ihr einfach bei Füllart sozusagen die Form Muster an. Und der Download zum Muster ist natürlich auch in der Beschreibung. Klickt dann einmal in den Hintergrund. Und ich finde jetzt, die Farbe stimmt noch nicht so ganz. Also färbe ich das Ganze jetzt noch erstmal ein. Mit Farbe, Helligkeit und Kontrast. Und ich nehme jetzt die Werte minus 30. Und minus 13. Das Ganze sieht jetzt so aus. Klickt OK. Und ja, jetzt entferne ich erstmal hier die unteren Module, weil ich wollte ja sozusagen nur mit den oberen Modulen arbeiten. Also könnt ihr die einfach löschen oder mit Hilfe von dem Augensymbol sozusagen nicht sichtbar machen. So, jetzt habt ihr die weg. Also dieses Augensymbol regelt halt die Sichtbarkeit. Ja, das erste, was ich mache jetzt erstmal einen Schatten um den Wrapper herum, also um die Umrandung eurer Elemente. Und jetzt seht ihr auch, warum ich hier so viele Ebenen reingepackt habe. Also jedes Element hat eine Ebene. Und ihr könnt jetzt also einfach die Ebene anklicken, macht ihr einen Rechtsklick und geht dann auf Auswahl aus Alpha-Kanal. Dann habt ihr also genau das Objekt umrandet. Dann geht ihr auf Filter, Licht und Schatten, Schlagschatten. Und ich nehme jetzt Versatz X 0 und Versatz Y auch 0. Und Weichzeichenradius nehme ich jetzt 20. Die Farbe nehme ich ein helleres Grau. Ich nehme jetzt hier also AB, AB, AB. Und Größenänderung zulassen, das nehmt ihr raus. Also macht ihr einfach nochmal ein Häkchen drauf. Und die Deckkraft macht ihr einfach auf 100. Ja, und dieser Versatz X, Versatz Y, das regelt einfach den Winkel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 8, 8 gelassen hätte, wäre das so nach unten rechts gegangen. Und 0, 0 bleibt es also in Position. Und der Schatten geht nach außen. Wie ihr seht, also ihr habt jetzt hier einen weißen Schatten, was das Objekt bzw. das Modul halt ein bisschen hervorhebt. Ja. Jetzt füge ich erstmal die Splatter Brushes hinzu und dafür erstellt ihr einfach, also klickt ihr die Musterebene an und geht dann auf das neue Ebenensymbol. Klickt OK. Beziehungsweise ich benenne es mal noch um, also Rechtsklick, Ebeneneigenschaften. Und ja, warum solltet ihr das jetzt anklicken? Es hat also einfach nur den Grund, dass genau dann darüber die Ebene erstellt wird. Und ja, wählt also dann euer Pinselwerkzeug. Und wie Brushes halt schon sagen, es sind Pinselspitzen. Wählt euch dann halt den Brush aus, den ihr wollt. Ja, und klickt dann halt einfach immer in das Modul. Und ich nehme jetzt hier als Farbton, ja, auch einen Grauton. Ich nehme jetzt hier also DB, 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 DB. Und klicke also einfach immer hier hin. Und dadurch, dass ihr es unter den ganzen Modulen gemacht habt, beziehungsweise weil dort die Ebene liegt, wird
wird es also von den anderen überlagert. Und ja, macht es so lange, bis es euch gefällt. Ja, wenn ihr das dann gemacht habt und euch euer Ergebnis gefällt, dann schneidet ihr erstmal die ganzen Brushes, die noch in den Elementen liegen, die ihr jetzt aber noch nicht sehen könnt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Deckkraft runtersetze, seht ihr, die Brushes gehen in die Elemente herein. Und dafür wählt ihr jetzt den Rubber oben aus. Also Rechtsklick, Auswahl aus Alpha-Kanal. Jetzt habt ihr erstmal die Auswahl und wechselt dann zu den Splatter Brushes und geht auf Bearbeiten, Ausschneiden. Jetzt habt ihr also die Brushes nur außerhalb eures Moduls. Ja. Als nächstes bearbeiten wir erstmal die Module an sich selber. Und als erstes nehme ich dafür den Rubber oben und färbe ihn einfach mal komplett schwarz. Ups. Also natürlich mit der Vordergrundfarbe, nicht mit dem Muster. Und als Ebenenmodus wähle ich